Tipps sind wir jetzt wieder da. Ist sowieso ganz gut, weil ich habe die ganze Zeit, meine Kamera hing die ganze Zeit über der Minimap, fällt mir gerade mal so auf. Hoppala, naja. Jetzt ist sie weg, jetzt geht's gar nicht mehr um den Keks, jetzt kann man sich voll und ganz drauf konzentrieren. V, yo, listen up. I talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride. For you. Ain't but a hop to where he's parked, next to Gramsci Burgers. Okay, do my best to talk us up. V, listen, I've got this delicate matter. That's why I called you. The number of cyber-psycho attacks in the city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me, for a few reasons. There are people who say cyber-psychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. If I get a tip about a possible attack, I'll give you a call. Maybe you can investigate before MaxTac hits the scene. But remember, you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. I hope that's all clear. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Gegner auszuschalten. Nicht tödliche Takedowns, nicht tödliche Quick Hacks, nicht tödliche Waffen. Neben P-Granaten sowie manche Kampf-Gadgets, Waffenmods, die Schaden nicht tödlich machen. Oh, okay. President Myers is one of them? Why so many shootings? Why do countless die on the streets as the police do nothing? What human would condemn his brethren to such suffering? And why? And where did this filth slither out from, you ask? Antarctica. You said that already. Today they hide amidst the snow and ice of the South Pole. Step by step, usurping our crown as creation's chosen. Millions of years ago, they evolved from dinosaurs to become the world's first advanced, intelligent race. And who is their protector? Okay. Their masters? The scientists of Alpha Centauri! Ah, yeah. I recognize you. You come here often. Your eyes tell me that your mind has opened to the truth. Will you provide a humble donation? So that I may continue my mission. Open your mind, Bruce. Use it to get a job. What good will come of it if they bear the fruits of our labor? Oh Lord in heaven. Oh Gott, ich kann jetzt alles scannen, ne? Krass. Ja, selbst die Zivilisten sehen hier aus wie... Oh, guck mal, mein Auto fliegt. Ich habe ein fliegendes Auto. Oh, sorry, alles gut. Das hat auf jeden Fall was. Wer seid ihr? Achso, ihr seid böse? Okay, ja, ist ja gut, hab's verstanden. Bin ja schon weg. Da hinten ist... Lö... Uff, okay. Das sind Dings, ne? Das sind, Ah, ne, okay, das sind tatsächlich einfach nur irgendwelche Mitglieder von irgendeiner Breach-Patrol, Ablenkungsmanöver. Okay. Oh, das war ein bisschen zu weit. Ein Käsemesser, ne? Das nehmen wir doch mit. Okay, machen wir jetzt erstmal die Main Quest, wa?
will nicht. Bringt nix, ne? Naja. Yo, Miss V. A pleasure. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed. Let's roll. Mind if I ask you something right off the bangle? Would you rather live in peace as Miss Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory, smelling near like posies, without seeing your 30th? It's first place or no place. Ich glaube, der hat gerade einfach jemanden überfahren. Classic. I'd expect nothing less from eager, supple youth. Respect. Alright, listen close. Scanning a serious job now. Playing gargantuan compared to smashing up a scav home. Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech. A biochip to be precise. Job's to grab it. Simple. Hmm. Guessing it belongs to a corp? Mm-hmm. Arasaka. Surely that's no problem. Corps don't deserve special treatment. Nope. Shit, you ain't playing around. Nope. Got a feeling this could be a start of a beautiful friendship built on heaps of Eddie. You work this out? Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second, a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in the shard. I got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. Corp don't even know Maelstrom's involved. Now see, convoy was carrying the flathead, a little combat bot, a prototype. And I need me that bit of high-grade military tech. Because if we don't get that bot, we don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. Now, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, aka Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstorm, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. Who's a prima donna? Corpo agent, internal affairs. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip tied in her trunk. Stick up her ass ain't growing any shorter. So she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. Client, what's her thing? Why she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Vetting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End of convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though, is gonna be all you. Okay, das ist jetzt noch die restliche Fahrt, ne? Ja, die skippen wir mal. Quiet life or blaze of glory? Hm?
Schon wieder Streamlags? Later now. Bestimmt dann bringen dir Street Credits ein. Verdiene. Level up, Level 3, okay. Mehr Street Credits macht dir einen in der Unterwelt von Night City. So werden sich dir völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Okay. Jaxter, talk to Dex. Gordito's a big deal. Literally a nun, yeah. Guy certainly knows how to protect his biz. Wants to put us on a few small kinks. Prep work, I guess. Before lining us up a big job. There's this combat bot military prototype. Maelstrom klept it, then Dex paid to take it off their hands just before the gang goons had a switch up in management. Right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. Well, it sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deeds of some Militech agent too, but don't know how much help she stands to be. Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table, Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. He must know what he's doing. So, how you wanna play this? Maelstrom or Parker? What's first? Ich glaube, erst mit Maelstrom sprechen. I say we knock on Maelstrom's door first. Pound, actually. Orale. In that case, I'll hit the All Foods. Put my nose to the ground. Stay around. Hasta luego. Mission abgeschlossen. Melde dich bei Miltech-Agentin Meredith Scott. No more than your number. Heard you misplaced a convoy. You shut him up. Spill what you know. Don't make me wait. Nah, not on the horn. Let's meet, cut a deal. A deal? Fine. First exit off Skyline, driving towards the NID. Storm channel under the overpass. Meet you there. Ich werde vorher mal Folgendes machen. Es gab doch hier irgendwie die Möglichkeit, Dialog überspringen. Genau, hier die Mengendichte. Ein bisschen runterzusetzen, weil wir ein bisschen weniger Leute hier haben. Dann läuft das vielleicht auch nochmal ein bisschen flüssiger. Hoffe ich zumindest. I don't know. Oh, halt, stopp. Ne, ich sollte vielleicht die Karte aufmachen. Da will ich hin. Überfall im Gange. Kann ich mir eigentlich hier auf vorzentrieren, reimen, zoomen, raus und bewegen. Kann ich mir hier eine Markierung setzen, wenn ich irgendwo hin will? Journal öffnen, Legende, Z keine. Nö, dann gehe ich da einfach so hin. Das müsste ja jetzt hier... Jetzt müsste ja hinter irgendwo sein. Ich komme hier wahrscheinlich erstmal so direkt nirgendwo rein. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken. Achso, ich sehe es, was ich auch noch machen wollte. Fällt mir gerade ein. Ich wollte... Nee, Grafik nicht. Sound, genau. Ich wollte die Dialoglautstärke noch ein bisschen hochdrehen. Wenn wir dabei sind... Ja, oh, das auch noch so. So.
ist... Keine Ahnung, ich glaube, der Stream ist schon wieder ein bisschen laggy. Es nervt mich ein bisschen. Ein großes bisschen. Oh, okay. Ist das das Ding? Gefahrmitte in CPD. Frage ist halt, ist das das Ding hier? Okay, ich ignoriere das erstmal kurz. Vielleicht, ja, es ist 5, es ist wieder soweit. Ich habe wieder Upload-Lags, Upload-Probleme. Das ist wieder geil. Muss ich gleich mal nach der Folge mal gucken, woran das liegt, weil im Spiel liegt es nicht, das kann ich dir sagen. Euch sagen. Jetzt bin ich hinter dem Ding, ne? Ja, genau, der Überfall muss hier vorne sein. Das der hier sein. Warte mal, ich will mal kurz gucken, ob ich das schaffe. Ich habe ja hier... Oh. Ups, das war die Polizei. Entferne dich vom Teil und verhalte dich an der Wand unauffällig, um die Polizei abzuschütten. Hoppala. Menschenüberhitzung lädt hoch. Ups. Das war nicht gewollt. Verfolgen nehme ich noch. Hoppala. Oh shit, ja, die sind noch hinter mir her. Oh lol, der hielt sich? Stopp, 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 stopp. Voilà. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aua. Ich hab 2 Sterne. Ihr seid noch da, ne? Ja, das ist kacke für mich. Hi, ich hab da so ein kleines Problemchen. Sprinte schneller, meine Liebe. Sprinte schneller. Ich muss gleich mal gucken, was. Bin schon weg. Ich will auch noch die Polizei loswerden. Bisschen muss ich noch laufen anscheinend. Hat so ein bisschen GTA. Gerade jetzt so mit dem Weglaufen vor den Cops. Oh, okay. Hat funktioniert. Ich bin erstmal safe. Triff dich mit der Militech-Agentin. 7 DCs jetzt gehabt in der letzten Scheiße. Oh, das nervt, ne? Fucking Internet. So, aber ich kann jetzt erstmal wieder... ganz entspannt dahin rennen. Aber ja, die weniger Menschen machen das Ganze hier doch ein bisschen erträglicher, auch auf dem Open World. Das ist ja so ein Mikro-Ruckler. Und das ist legitly okay. Ich habe halt dafür weniger Leute hier, aber das ist auch nicht so schlimm. Da kann ich tatsächlich mit leben.
Und ich krieg gerade den nächsten DC. Stream DC. Das nervt. Das nervt mich gerade selber nur noch. Hi. Das ist gerade einfach nur unendlich dumm. Und unnötig. Hier habe ich doch eben den einen Polizisten erschossen. Sorry. Es tut mir leid. So, wie komme ich da? Oh, wait, hier gibt's was zu looten. Ein Schalldämpfer. Weise eine Granate im Kampf. Okay. Kampfgadget ausrüsten. Und noch ein anderer Aufsatz. Das ist natürlich geil. Warte mal. Jetzt möchte ich mal ganz kurz im Inventar. Auf der hier gibt es eine andere Mündung. Verringert den Grundschaden. Erhöht die kritische Trefferchance. Was ist das hier? In zwei aus der Tarnung. Schadensmultiplikator von 2. Schadensmultiplikator von 2 aus der Tarnung. Okay. Ich nehme den. You're welcome. So. Und bei dem hier kann ich keine Mündung drauf. Ach doch, ich kann Mods draufpacken. Dann kann ich da auch die Mündung draufpacken. Dann ist das okay. Die Mod, das zählt als Mündung. Andersrum, die Mündung zählt als Mod. Das ist natürlich geil. Ich werde jetzt erstmal trotzdem weiterspielen, einfach aus dem Grund, weil ich hoffe, dass sich mein Internet nochmal in den Arsch speist und es einfach geschissen bekommt. Alter, wie lange hält denn bitte diese... Holy Shitterella, Mann. Hi, euch hatte ich angegriffen, es tut mir leid. Wait, jetzt soll ich wieder runter? Willst du mich verarschen? Spiel? Bist ein Fuck off, Alter. Also muss ich hier doch irgendwo nach rechts weg können. Ich soll 100 noch was Meter in diese Richtung. Ja, das ist ja schön. Jetzt stehe ich hier und was jetzt? Hier ist nochmal eine Chest. Das ist gut. Medizinischer Verband. Das ist doch schon mal was Gutes. Was haben wir hier? Ah! Geld. Kann ich eigentlich... Wie gut kann ich eigentlich klettern? Immer so eine Interessenfrage. Gibt es da eine Mod für? Oh, wait. Apropos Mod. Fuck. Falsche Taste. Charaktere leveln. Ich hätte gerne Stealth-2-Kampfmaschine. Hier hätte ich gerne Schaden durch Waffen mit Schalldämpfer um 25%. Genau das würde ich gerne haben. Dankeschön. Tomahawk. Wurfmesser. Vorsprung. Ja, ich verliere immer wieder die Connection. Ich weiß. Dankeschön. Hinterhalt. Wurfmessers Schneide. Hidden Dragon. Nicht tödliche Takedowns aus der Luft. Das gibt jeweils nur 1 und 1. Naja, genau. Jetzt kann ich wahrscheinlich hier dann weitermachen. 9 erforderliche Attribute, um die Leute herauszufinden. Okay, alles klar. 5, 7. 5, 7. Okay. Zack, ich gehe noch ein bisschen was auf dem Coolness-Level. So, wo muss ich jetzt. Verdammt nochmal hin, damit ich zu dieser blöden Quest komme, ey. Du willst mich doch verarschen, Spiel, ey. Jetzt mal ganz ernsthaft. Der Pathfinder oben ist auf der Minimap ist halt auch ein bisschen Grütze manchmal, ne? Ich habe tatsächlich gerade eine komplett rote Pingrate, ne? Das ist ja komplett insane. So, ich laufe jetzt hier oben lang. Gucken wir mal, ob das besser ist. Ich könnte wahrscheinlich einfach mit dem Auto fahren, aber ganz ehrlich... Das Auto hier ist halt komplette Grütze. Wieso zur Hölle habe ich denn hier auch gefühlt keine Haare auf meinem Schatten? Ich mache jetzt halt einmal weiter für die Aufnahme. Okay, das hat ja ganz gut funktioniert. Ja, Nachladeruckler. Oh Gott. Oh ja, ich wollte gerade sagen, das gibt Fallschaden. Look lively. Meredith Stout. Take it, you were the one to call?
Ja. Achso. That'd be me. Thought you could blackmail me, bitch? Set conditions? Got any more for me? Christ, Meredith! Shut your trap! That fucking thing ready? All set. Now answer my questions. Honestly. Forthrightly. Are you here alone? Yep. Just little old me. It's the truth. Do a sweep, now. Now listen, please. This piece of shit, Anthony Gilchrist, is he your contact? Is he the one who leaked intel on the convoy? That guy? Never seen him before. Checks out. Listen, I know where the transport is. I can help you. Just want a favor in return. I told you! I fucking told you! I'm not the mole! Jesus Christ! Shut him up! Unhand me now before I... Her, you can let go. Want to hear what she has to say. I need a bot. Flathead model. Guys who ripped you off have it. Promise me that bot. I'll point the finger. You have a plan how to deal with them? Could just take it by force, but they're expecting payment, so I could go that route too. Fine, the latter. But on one condition. You pay with our money. Sounds solid enough. I'm in. Verschlüsselter Splitter. Manche Splitter, die du in der Welt findest, erhalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter mit einem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle dann Sicherheit hacken, um die Geheimnisse des Splitters zu gewinnen. You pay with that chip, and that's all you gotta worry about. Try to fuck me in any way, and I'll be seeing you real soon. You're making a mistake. The cops are any good as dead. She'll take you down with her. Interesting.